Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute erkläre ich euch die 5 Sicherheitsregeln. Ganz wichtig bei jeder elektrischen Tätigkeit, egal ob ihr eine Lampe tauscht, eine Steckdose tauscht, das sind die 10 Gebote, nur 5 für den Elektriker. Bevor es aber losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Regel Nummer 1, freischalten, die wichtigste, Sicherung aus. Das heißt, dass jedes Teil, an dem ihr arbeitet, spannungsfrei ist, dass euch da nichts passieren kann. Regel Nummer 2, gegen Widerstand einschalten sichern. Ganz wichtig, probiert alles Mögliche zu tun, damit niemand an den Sicherungskasten kann und die Sicherung einschalten. Ein Tipp wäre zum Beispiel mit dem Klebeband die Sicherung abkleben. Das ist dann für den, der den Sicherungskasten hier aufmacht, schon mal ein Hindernis. Oh. Die Sicherung ist aus, abgeklebt, da wird wahrscheinlich dran gearbeitet. Dann natürlich die Türen zumachen vom Sicherungskasten. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, eine Türe, die den Zugang zum Sicherungskasten absperrt, zuzuschließen, dann auch das und den Schlüssel mitnehmen. Dann die dritte Regel, Spannungsfreiheit feststellen. Was bringt es euch, wenn ihr die falsche Sicherung ausmacht und nicht prüft, ob tatsächlich der Strom weg ist und ihr dann unter Spannung arbeitet und euch einen Stromschlag einfangt. Deswegen mit einem Messgerät, sowas wäre das geeignetste, prüfen, haben wir noch Spannung oder nicht. In dem Fall war es die richtige Sicherung, dann geht es zur Regel Nummer 4. Für den Hausgebrauch eher uninteressant, das Erden und Kurzschließen, mehr verbreitet auf der Baustelle, Industrie. Da geht es darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Steckdose ausbaut und die erst 2 Wochen später wieder einbaut, dass ihr die Kabel untereinander verbindet, die Drähte, die rausschauen. Und wenn einer aus Versehen die Sicherung doch anmacht, dass es dann einen Kurzschluss gibt und die Sicherung wieder auslöst, dann merkt man, oh, hier wird gearbeitet. Zu guter Letzt, die Nummer 5, unter Spannung stehende Teile abdecken. Ich habe bisher im Haushalt noch kein Szenario gehabt, wo ich diese Regel habe anwenden müssen. Eher in der Industrie, wenn ich an einer Maschine arbeite, direkt daneben eine Maschine ist, wo ich vielleicht einen Stromschlag bekommen könnte, dann decke ich die ab. Zu Hause braucht man das eigentlich nicht. Wenn ihr mit euren Arbeiten fertig seid, die Regeln einfach in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten und am Ende dann logischerweise die Sicherung wieder einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schreibt mir Feedback in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir da einen Austausch miteinander haben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi.